Einen wunderschönen unterirdischen Tag und Hallöchen, meine Freunde. Willkommen zu einer neuen Folge The Forest im Schnukoroto-Projekt. Heute in der 29. Folge, Vorproduktion am 27. März. Und ja, auch wieder mit dabei der liebe Robido. Das ist eine Mischung aus Robin und Sido. Ja? Hast du dich mal angeguckt? Du siehst gerade auch aus wie Sido für Arme. Ja, moin erstmal. Hallöchen. Hallöchen. Ja, in der letzten Folge habt ihr ja gesehen, dieses hier, das tolle Lager. Und ja, jetzt geht es weiter. Lost was? Lost Children of the Peninsula? Okay. Ist hier irgendwie von einem Autor das geheime Lager oder so? Ich weiß es nicht. Oh, ganz viel Medizin. Cross-Heady. Oh, guck mal. Ach, das ist ein Film. Ah. Feinde. Ich bin rot. Siehst du? Ist rot? Macht keinen Unterschied, glaube ich. Okay. Vielleicht auch wieder wie in der Beleuchtung hier drin, ne? Ja. Hier Pfeile. Liegt doch ein Dokument. Stoffe. Ein Dokument. Multiple Stab, keine Ahnung, was da steht. Head-Trauma. Aha, okay. Leichenbericht. Pinsel! Wir können malern. Ja. Ich richtig einrichten. Hm. Jetzt bist du auch rot. Oder? Fang. Na. Warum schlägst du mich? Hast du was abgezogen bekommen? Ich glaube ja. Ja. Ernsthaft? Ja. Okay, dann. Wir haben hier massenhaft Dynamit und ich habe Dynamit voll, verdammt. Ja. Aber wissen wir Bescheid, wenn jetzt hier mal irgendwo Mutanten und so rumrennen, dann springen wir die hier raus. Ja. Kann ich denn jetzt kein Haarspray aufnehmen? Seile. Gaffer. Stoff, Dynamit, Soda. Stoffe, Pfeile. Noch mehr Pfeile. Oh mein Gott, das ist ja richtig. Hier ist die Axt. Schon. Was? Nein. Doch. Oh. Nice. Ja. Oh, und Gaffer. 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 Siehst du das Gaffer noch oder habe ich das jetzt aufgenommen? Ich glaube, du bist weg. Ja, macht aber okay, nichts. Aber ich habe jetzt zwei Gaffer dabei für uns. So, das war... Hier nochmal Soda. Boah, ey, hier müssen wir unbedingt wiederkommen. Zum Wiederauffüllen. Ey, wir können das ganze Haus jetzt vollstellen mit Regalen, ne? Nur für die Vorräte. Ja. Oder einfach immer wieder hierher kommen und einfach aufsammeln. Boah, ich verhungere hier schon wieder fast. Moment. Was ist das da eigentlich für eine Dose? Auch Soda, okay. So ein bisschen fehlen mir hier Konservendosen zum Essen. Ehrlich gesagt. Ja. Das würde ja eigentlich Sinn ergeben. Wenn hier überall Cola rumsteht, warum nicht auch essen? Nice, wir haben die Axt. Aber die ist echt langsam, ne? Aber sie frisst kaum Ausdauer, wie ich gerade sehe. Hätte ich ja nicht gedacht. Ja, wir haben die Axt. Nices Teil. Ja. Daneben? Nein! Ach, bei dir nicht, okay. In your face! So, leider Platten habe ich alles. Die dumm. Ich muss auf jeden Fall zurückkommen nochmal. Ja. Macht es Sinn, hier unten so ein Signalding zu machen? Nee, ne? Das sieht man von oben nicht so gut, ne? Wo das Signalding ist, ne? Nee, aber ich weiß, wo es lang geht. Okay. Na dann, geh mal vor. Entschuldigung, meine Freunde. Ich muss mal eben ein Schlückchen Kaffee, ne? Muss ja sein. Oh Gott, jetzt geht's wieder. Oh. Okay. Kannst du bitte dein Gesäß aus meinem Gesicht nehmen? Danke. Kannst du bitte dein Gesicht aus meinem Gesäß nehmen? Danke. Du Popo-Schnüffler. Hey, das riecht nach Rosen. Wir sind seit weiß ich wie vielen Wochen hier auf der Insel. Haben keine Dusche. Bist du dir wirklich sicher, dass das nach Rosen riecht? Ja, das sind die Seerosen von dem... Doch. Du kannst dir den Arsch damit nicht abgewischt haben. Hier wachsen keine Rosen. Doch, das sind die Seerosen vom Teich, in dem ich gerade baden war. Du weißt schon, dass das Gift Efeu ist. Das könnte erklären, warum du dir ständig den Hintern kratzen musst. Wer weiß.
dann hoffe ich jetzt mal so, ehrlich gesagt, ein bisschen wieder auf weitere Knochensäcke, weil Grillzeit, weil schon wieder tierisch am Verhungern hier. Was ist denn los? Hängt das vielleicht mit einem Schwierigkeitsgrad zusammen? Kann das sein? Weiß ich nicht. Ich müsste mal eben kurz Orientierung... Hier ist ja, der Bauhelm. Jetzt habe ich, ja, genau, den Bauhelm, und dem orientiere ich mich auch immer sehr gerne. Hier die, wir können auch gerne ein Feuerchen machen, ist meine... Scheiße. Oh Mann, die Rohechse ist verdorben. Mist. Verdorben, Hase. Ich habe noch einen rohen Hasen. Ich habe noch ein bisschen Vogelzeugs dabei, dann mach mal ruhig den Hasen damit drauf und ich mach mal mein Vogelzeugs mit drauf. Zack, Mist. Zack. Dann grillen wir jetzt mal alles durch, essen uns nochmal schön satt, und dann muss es dann danach entweder Menschenfleisch sein oder wir finden nochmal was anderes Essbares. Ja. Geht das eigentlich schneller, wenn man das so anfacht? Nee, ne? Nee. Schade. Aber krass, wie schnell die Echse verdorben ist. Ja, das ist... Na, schade, aber... Ach, egal. Kriegen wir hin. Hast du gerade schon großen Hunger oder eher kleinen Hunger? Ich hab... Hab ich den Hasen erwischt? Ich weiß es nicht. Ja, okay, dann... Gut. Ess dich satt mit deinen zwei kleinen Dingern da. Ess genau. Weil zwei davon machen ja auch einigermaßen satt. Ja. Okay, so. Das war schon verschimmelt anscheinend. Oh. So, jetzt geht's... Warte mal, da sind wir nicht... Nein, von da sind wir nicht gekommen. Oder, warte mal. Ich muss... Oh, da geht's ja... Warte. Stimmt, da ging's auch lang. Hier ist das mit den Stöckern, der Gang. Da ist das mit den Stöckern, Moment. Ich muss mal eben kurz... Nee, wir sind von hier gekommen. Alles klar. Okay, genau. Dann da runter. Okay, ja, dann habe ich's. Also Stöckergang oder nicht Stöckergang? Nehmen wir Stöckergang? Weiß ich nicht. Ach, von hier sind wir gekommen. Hier haben wir es durchgequetscht. Genau, das ist, ne? Und von dann hier kann man den Weg ganz gut zurückfinden zu dem Lager. Also das ist eigentlich eine ganz nice Sache. Okay, wenn du das sagst, ich folge dir einfach. Du kennst doch meine Orientierung, die ist so ziemlich bei null. Hier waren wir doch aber gerade, oder nicht? Es ist eine Höhle, die sieht überall gleich aus, verdammt. Hier ist ein Schlitz. Ach, ist das hier, wo es hier rausgeht? Ja, ich sehe doch hier Pflanzen stehen, wenn ich durchgucke. Da ist doch mein Markierer. Da waren wir doch vorhin. Was ist das, der Markierer? Ah, das ja, sauber. Das ist die Stelle mit den brennenden Steinen und so. Ja, dann? Sind wir also offiziell im Kreis gelaufen? Ja. Okay, ich dachte, den zweiten Schlitz, den habe ich gar nicht. Okay, dann ist das aber der Schlitz, wo wir dann rein und rauskommen und dann hier wieder... Ach, hier ist das tot. Ja, okay. Und hier drüben geht's auch nochmal durch, oder sind wir jetzt von... Nee, warte mal, wir sind von da drüben gekommen, aber hier geht's auch nochmal durch. Hier geht's auch nochmal durch. Da müsste auch, glaube ich, ein Schlitz sein, oder nicht? Hier waren wir noch nicht. Das kenne ich noch nicht. Oder ich bin hier einfach durchgehechtet und hier geht's auch nochmal runter. Alter, ist das verwinkelt hier. Ich glaube, das ist der... ist das die Karte oder... Ne, die Karte nicht. Aber der Taucheranzug. Vielleicht der Taucheranzug. Ein Spielzeug! Was? Wo? Timmys Kopf. Oh! Was, Timmys Kopf? Nee. Also, das ist nicht Timmys Kopf, aber... Wer kacke, weil dann ist die Rettungsmission eigentlich vorbei, dann ist Peter tot. Timmy Peter, Peter Timmy. Hier geht's anscheinend noch weiter, ja. Mhm. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir hier doch schon waren. Oh, nee, da vorne sind Kollegen. Drei. Ich quetsch mich hier in die Ecke rein und hit die von der Seite. Das, was sie von zwei Seiten erwischen, weißt du? Vier? Vier? Na, habt ihr keinen Bock oder was? Soll ich anzünden? Lol, jetzt hat meine Taschenlampe am Boden wieder Licht. Oh, herzhaft! Gerade auf dich hitten, Junge. Ja, komm. Lass mich erstmal Feuerzeug ziehen, dann können wir weiter. Ja! Sehr guter Treffer. Sehr schön. Nice! So, einer ist down. Ja.
Und er versucht, den Felsen zu passieren. Okay. Zweiter ist down. Oh. Singt hier einer? Oh, hör mal, hör mal. Schnauze! Er hat seine Toten beweint. Knochenrüstung. Jo. Wo machen wir denn mal eben... Hä, wo sind die anderen zwei Leichen jetzt? Hä? Hier ist eine. Ach, hier ist noch eine. Oh. Moment. Da wo Platz ist, würde ich sagen, machen wir, ja, oder? Ja, da wo es nicht nass ist am besten. Ja. Denk dran, Pfeile ziehen. Also ich habe nur einmal geschossen, also ich habe meinen Pfeil. Deinen habe ich, glaube ich, auch noch jetzt gezogen, falls du nur einmal geschossen hast. Ich habe nur einmal geschossen, ja. Okay. Ja, das ist sehr gut. Trockene Stelle, wunderbar. Also. Ist cool, man. Hm. Aber fand ich jetzt cool, dass der Bogen jetzt automatisch wieder Licht hat. Sobald ich die eine Taschenlampe ausrüste. Hätte ich nicht gedacht. Du kannst mal kurz Knochen in die Loche gucken und ich schau mal eben kurz. Wie Sie sehen, liebe Damen und Herren, sehen Sie nichts außer Feuer. Okay, du bist da hinten. Dann geht's da nochmal. Oh, ich glaube, das ist wirklich die. Knochen sind fertig. Oh, sauber. Ich komme. Reicht doch, wenn du erscheinst. Ja. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 3. Jetzt habe ich keine Knochen mehr. Jetzt sammle ich nochmal ein bisschen. Achso, das war's schon. Okay. Warte, wie viele Rüstungsteile hast du jetzt noch offen? Also wie viel fehlen dir noch? 2. Gut, dann ist es meine. Dann sind wir wieder gleich auf. So, da vorne ist quasi auf der rechten Seite dieser See mit dem Wasserfall und es geht links auch nochmal hoch. Und hier geht's runter ins Wasser. Ja, ich glaube, da kommen wir aber nirgendwo hin. Nein. Diese, genau. Hier werden wir. War das nicht so, dass die Taucherausrüstung gefunden werden kann, indem man taucht? War das nicht so? Ach, ich weiß das nicht mehr. Ich glaube nicht. Warte, was haben wir denn hier? Auf jeden Fall einen lauten Wasserfall irgendwo, den ich nicht mal sehen kann. Ach doch, hier, direkt vor mir. Geht's dahinter durch den Wasserfall? Nee, ne? Nee. Nee. Müssen mal. Irgendwie hoch, ja, aber hier geht's auch nicht weiter, ne? Nee. Auf die andere Seite. Ist da noch irgendwas? Bevor geht's der Festbagge. War da gerade ein Seil vor dir? Nee. Ach, das sind mehrere Wasserfälle hier. Ah. Ja. Finde ich nicht weiter, ne? Echt nicht? Nee. Liegt auch nichts auf dem Boden, oder? Also auf dem Grund, dass man das aussammeln kann? Nee, ne? Ja, auch nicht. Ich werde wahrscheinlich gleich wieder frieren. Denkt daran, wir haben auch noch den Kletterhaken. Also wenn wir irgendwo nicht weiterkommen, halt nach einer Wand Ausschau, wo wir hochgehen können. Ja, ja. Das gucke ich schon. Aber die erkennst du ja daran, dass da so eine Seile dranhängt, ne? Ja. Aber irgendwo was zu sehen in der Richtung. Nee, hier ging es nicht weiter. So, ich bin jetzt wieder am Ausgangspunkt. Ich bin jetzt einmal rumgelaufen, da ist nichts. Da kommen wir nicht durch. Okay. Aber hier können wir hochklettern. Wo ich jetzt stehe, ich bin wieder zurückgelaufen ein Stückchen. Ja. Über der Stelle, wo es so aussieht, dass man da tauchen könnte.
Aber es bringt nichts, weil ich sehe dann da nichts, ne? Wenn ich jetzt da einfach runterspringe. Du siehst gar nichts. Nein. Ja. Wie gesagt, man kann den Gang hoch oder hier noch. Ja, mal schauen. Einfach mal, was hier so ist. Ist ich weiß nicht, ob wir hier schon waren. Ach, das ist der Gang, den ich meine. Siehst du? Da geht man, da kann man auch von da, weil wir standen vorhin da vorne und haben auf das Wasserbecken geguckt und ich bin wieder runtergefallen. Okay, dann gehen wir einfach dort mal hoch. Weil wenn wir jetzt wieder über die Halle gehen, gehen wir wieder zurück. Okay. Ey, der ist schon wieder am Hungern, der Typ. Ja, meine auch. Der Bandwurm oder was? Outfit. Auch schon aufgesammelt. Oh, ich glaube, hier liegt noch was. Ja, hier ist noch was. Hier ist ein Timmy-Bild. Ein Peter-Bild. Peter hat wieder gekritzelt hier drüben. Ja, sieht nicht so happy aus mit seinem kaputten Spielzeug. Oh. Oh. Ist irgendwas im Wasser? Nee. Ey, bin ich froh, dass das hier so ein Endlosfeuerzeug ist, ne? Ich wär's jetzt so lost. hier ist Freispringen, oder? Ja, aber hier liegt Alkohol. Hä? Es sieht aus, als wenn man das wegsprengen könnte, finde ich. Nee. Leider nicht. Siehst du? Einfach mal probieren? Ich meine, wir haben ja massenhaft Dynamit in der Höhle, ne? Soll ich mal probieren einfach? Ja, ich lass mich mal einen Schritt zurück, so. Ja, geh lieber in Deckung. Oh, guter Wurf. Nö. Okay. Nee, ne? Hat nicht mal den Schädel zerfetzt, also das war ein Blindgänger. Oh, hat einen Stock produziert, schön. Schade. Hätte sein können, dass es so ein Secret-Item oder so ähnlich, weißt du? So Sachen, die halt ausprobiert werden müssen und nicht vom Spiel angezeigt werden, weißt du? Ja. Ich guck nochmal, ob's. Oh, warte. Vorsicht. Da geht's auf jeden Fall runter. Da. Ah, toll. Jetzt ist die Taschenlampe alle. Okay. Ich, Okay, wollen wir mal Lucky Cookie machen, ne? Ich guck mal. Hier waren wir. Hier geht's doch in den Gang wieder rein. Genau. Ja, also ist da vorne Sackgasse. Dann. Einmal spiralförmig nach oben gelaufen. Boah, ich bin schon wieder am Verhungern. Was ist denn los mit dem? Kann ich nicht einfach hier so eine Blume essen und spritzen? Ja, ich habe eine Kassette gefunden. Komm mal her zu mir. Warte. Wir können doch die Mischen essen. Die Mischen bringen auch ein bisschen Essen. Mhm. Kassette. Da. Kassette. Und Suff habe ich voll. Okay. Noch eine Kassette mehr. Sehr gut. Gut, dann waren wir hier jetzt auch. Da. Lass mich mal kurz locken gucken. Also jetzt ehrlich, die nächsten Leichen, die wir produzieren, die werden wir dann essen müssen. Genau. Jetzt, warte, lass mich mal kurz gucken. Da ging's hoch. Da ging es zum See. Da wollen wir nicht wieder runter. Also müssen wir zurück tatsächlich. Hier ist auch. Ne, hier ist nix. Okay. Ach, hier geht es wieder zu den Wasserfällen, ja. Genau. So, immer der Blutlache hinterher. Ich habe mir immer noch keine Zwille gebaut, wa? Okay. Ich habe haufenweise kleine Steinchen, aber noch keine Zwille. Ich will die einfach mal ausprobiert haben. Damit kann man gut Häschen jagen. Ja. So. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn die einen Headshot verursacht, dass das auch ordentlich zwiebelt, ne? Ja. Hier waren wir Vorsicht, noch nicht. Vorsicht, Fledermaus. Ah, Mann! hier steht einer direkt vor mir. Gut, hier waren wir noch nicht. Das ist übrigens die Frage. Aua. Oh, ich komme nicht durch. Lass mich. Ich versuch's ja. Sag mal, hast du irgendwas nicht verstanden oder was, so Kollege? So. Auf jeden Fall schlachten jetzt. Wir brauchen. Nein, aus. Schlachten. Hunger. Okay. Wir brauchen die Beine. Also wenigstens die Beine nehmen, ne? Buh.
Sonst verhungern wir echt noch. Gucke nur. Sieht aber erstmal clean aus. Mache ich mal ein Feuerchen. Bein rauflegen. Und den Rest von dem Typenbruch noch. Das ist dann Fleisch in Fleisch gegart, weißt du? Das ist dann wie Trutrutanhahn. Nur Mensch, Bein. Hm. Stell dir vor, es wäre Hühnchen. Okay. Machen wir Lola heute zur Flexitarierin? Hier geht's tatsächlich weiter. Okay, ich wollte mal gucken. Ich bin wieder da. Hallo. Ja, ich weiß, also. Puh. Bein ist fertig. Hühnchen ist fertig. Mach doch ordentlich satt. Bist du noch ein bisschen Ketchup? Nein, danke. 1, 2, 3 und 4. Dann habe ich 5 Knochen. Hast du gerade noch einen Knochen bei? Ich habe jetzt einen Rüstungsteil verloren mit dem Typen. Dankeschön. Bitteschön. So, da oben hängen sie, die scheiß Ratten. Die Fledermäuse. Warte mal. LOL! Was? Man kann die abfackeln! Guck mal! Die brennen! Und fallen runter! Da liegen sie! Wo sind sie denn? Moment. Ich sehe nichts. Die sind gerade runtergefallen. Da! Siehst du sie jetzt? Wie sie brennen? Und runterfallen. Alter. Aber bringt nichts, ne? Also auch keine Knochen oder so ähnlich. Schade. Nee, kann man leider nicht essen. Ich dachte nur zumindest, dass man die essen könnte, aber... Ja, aber theoretisch ja, aber gut, auf der anderen Seite Tollwut und so, ne, also... Mhm. Oh, da ist noch ein Durchgang, den wir frei hacken müssten. Ja. Und hier ist noch einer, der ist nicht frei zu hacken. Genau, und da, wo wir das Feuerchen gemacht haben, um eine Ecke da hinten geht's auch noch mal lang. Um Gottes Willen. Ja. Oh, ich komm hier gar nicht durch. So, jetzt so. Hier liegt ein Seil und ein Foto, aber ich kann das Foto nicht nehmen. Das ist ein Foto vom Boot. Vielleicht, weil wir schon da waren. Da ist noch ein Foto unterm Seil. Kann ich auch nicht nehmen. Auch ein Foto vom Boot. Ach, guck, dann war das nur so eine kleine Höhle. Ja. Ja. Dann wäre das vielleicht der Hinweis gewesen, dass da noch ein weiteres Boot existiert und wir haben es aber schon entdeckt und deswegen ist es vielleicht nicht mehr getriggert, ne? Mhm. So, hier wird es dann wieder... Alter. Wenn ich daran denke, dass wir dann später mit der Karte nochmal alles ablaufen müssen, um auch wirklich alles zu finden, das ist... Oh. Aber vielleicht haben wir Glück und finden heute noch die Karte, das wäre cool. Ja. So, es geht jetzt nochmal rechts runter zu einem kleinen See und geradeaus. Aber wir könnten mal hier gucken. Du, hier waren wir schon. Das ist unser Stoffsee. Oder? Ah, ist... Ja, da ist der Bauhelm da hinten. Ja, das ist, wo wir angefangen haben, letzte Folge. Okay. Also zurück. Ja. Ach, dann... Ah, okay, verstehe. Das ist, wir sind ja links abgebogen und nicht rechts, wo ich noch meinte, oh scheiße, ich habe den falschen Weg genommen. Ja. Hier geht's immer weiter. Okay, gut. Also geht's einmal im Kreis. Ist ja schon mal gut zu wissen. Ja, Gott sei Dank. Und es ist gut zu wissen, dass ich jetzt wenigstens einigermaßen weiß, wo wir sind. Außer unter der Erde. So, da war das Ding. Okay, hier ist unser Feuerchen und hier geht's auch nochmal lang, hast du gesagt. Genau. Ja, oder auch nicht. Hier. Ach, da. Hier sind schon wieder... Könnten vielleicht Besuch kriegen? Ach, verdammt. Das Falsche genommen. Moment. Ich mach schon mal vorne die Lunte an für den Fall der Fälle. Hier geht's hoch. Oh, dann mach ich die Lunte wieder aus. Und, kriege ich gleich vom Baby eins in die Fresse? Nee. Da hinten ist ganz viel, Ich sehe auch Käfige und sowas. Käfige und Licht, ja. Aber, was das wohl sein kann da hinten? Oh. Ist das gemein, ey. Schon wieder so ein kleiner Zeitpunkt. Ja.
Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht und was da hinten zu finden ist und warum die hier schon wieder am Rumschreien sind, dann schaltet auf jeden Fall einfach morgen wieder rein. Und ja, ich bedanke mich bei Robin. Schitteböhn. Ja, und ja, wiederschauen und reingehauen. Ciao. Ciao.